Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Grundbedürfnis unserer Menschen ist es, in Sicherheit leben zu wollen. Und der Staat hat für eine ausreichende Sicherheitsarchitektur zu sorgen. Dazu gehört, Kollege Mitterhardt, haben wir gleiche Meinung, natürlich eine gut ausgestattete, personelle, finanziell gesicherte Polizei in Bund und auch den Ländern, im Zusammenspiel natürlich mit allen anderen Sicherheitsbehörden. Leider muss man in den letzten Jahren einen Anstieg an Kriminalität feststellen, und die Politik ist in besonderer Weise gefordert, hierauf zu reagieren. Wir dürfen aber der Kriminalität in keiner Weise nachgeben. Der Staat muss das Gewaltmonopol in seinen Händen behalten und mit allen Mitteln verteidigen. Ein besonderes Problem, ist bereits genannt worden, ist die Kriminalität im grenznahen Raum. Hier mussten wir in den letzten Jahren in Grenzregionen, in Gemeinden, in Grenzkreisen, speziell auch in Bayern und in Sachsen zu Tschechien, einen Anstieg der Kriminalität feststellen. Den Menschen ist es vollkommen egal, wer für Sicherheit sorgt, ob Landespolizei, Bundespolizei, Zoll. Sie wollen einfach sicher leben, und wir haben dafür zu sorgen. Ich möchte aber deutlich sagen, offene Grenzen von Deutschland zu Tschechien und auch zu Polen sind ein Zugewinn an Freiheit. Natürlich braucht dieser Anstieg an grenzübergreifender Kriminalität mit sich, der wir uns stellen müssen. Zahlreiche Beispiele aus den Grenzregionen wie Wohnungseinbrüche, Autodiebstähle, Diebstähle von Baumaschinen, Traktoren haben wir gesehen, verunsichern natürlich die Bevölkerung, und die sagen, Staat, ihr müsst hier handeln. Ich möchte auf ein konkretes Beispiel noch eingehen, weil wir Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz in erheblichem Maße haben. Der Staatssekretär sprach bereits davon. Und hier haben wir im letzten Jahr allein 6.475 Fahndungstreffer gehabt, allein im Bereich der Bundespolizei Pirna, das heißt im Bereich Sachsen zu Tschechien, was schon erheblich ist. Und das, meine Damen und Herren, ist leider auch nur eine Spitze des Eisberges, denn wir wissen inzwischen, dass in tschechischen Drogenküchen zum Beispiel 2013 für den deutschen Markt 11 Tonnen Crystal Meth produziert wurden. 11 Tonnen. Und die deutschen Behörden haben es geschafft, mit allen Möglichkeiten in Gesamtdeutschland nur 77 Kilo aufzugreifen. Und das unter 1%. Das heißt, das ist meine Schlussfolgerung hieraus, Zusammenarbeit von Bundespolizei, Landespolizei, Zoll zwischen Tschechien und Bayern und Sachsen muss verstärkt werden und auf eine neue Qualität gesetzt werden. Wir haben einen Vertrag seit 2000, der einiges regelt. Und ich sage Ihnen auch, dass in der Praxis vieles gemacht wird, was gar nicht vertraglich komplett geregelt ist, aber aus Not heraus die Kollegen auf beiden Seiten einfach durchführen. Dazu einige Beispiele. Es gibt bereits gemeinsame Streifen. Es gibt turnusmäßig gemeinsame Arbeitsbesprechungen, es gibt gemeinsame Schwerpunkteinsätze, wenn man irgendwas erkannt hat, und es gibt auch einen Austausch von Daten, von Informationen. Der Vertrag von 2000, ist bereits gesagt worden, war vor dem Eintritt Tschechiens zur EU, vor Wegfall der Grenzkontrollen 2007, und muss auf den Prüfstand gestellt werden, muss überholt werden. Darüber hinaus war das Ziel der Verhandlungen, dass wir den Zoll voll mit einbeziehen in die grenzüberschreitende Bekämpfung der Kriminalität. Wir haben heute nun zur zweiten und dritten Lesung einen neuen deutsch-tschechischen Polizeivertrag vorliegen für eine noch effektivere Polizei-, Grenz- und zollbehördliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Und wir sind froh, dass wir diesen haben, auch mit einem gemeinsamen Lagezentrum, was vieles koordiniert, Petrovice-Schwandorf. Der Vertrag regelt eben für diesen Bereich von 646 Kilometer Grenze einiges, zum Beispiel Informationsaustausch, gemeinsame Streifen, Maßnahmen bei Gefahrensituationen, Austausch von Verbindungsbeamten, operative Ermittlungsgruppen, Zusammenarbeit bei Aus- und Fortbildung und die grenzübergreifende Nacheile, die entscheidend ist, und das gemeinsame Zentrum Polizei und Zoll. Entscheidend ist, dass mit der Umsetzung des Abkommens die Zusammenarbeit besser ist und das Handeln eben auch auf dem anderen Hoheitsgebiet möglich ist. Meine Damen und Herren, organisierte Kriminalität, Drogenkriminalität, Schleusungen, illegale Flüchtlingsströme, Rauschgiftdelikte, Diebstähle, Einbrüche, der Vertrag schafft neue Grundlagen, dass wir grenzübergreifend uns damit auseinandersetzen können und noch effektiver arbeiten.
Mit dem Polizeivertrag mit Tschechien werden, wie bereits im letzten Jahr im Polizeivertrag, den wir mit Polen hier verabschiedet haben, eben neue Handlungsspielräume für Polizei und Zoll eröffnet. Dies ist ein weiterer wichtiger Baustein für unsere Sicherheitsarchitektur. Ich betone, ein Baustein. Wir brauchen wesentlich mehr für unsere Sicherheit, aber ein Baustein wäre dies, und die Bürger erwarten das von uns. Herr Präsident, ich sehe es leuchten hier, und deswegen mein letzter Satz. Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, mich bei dieser Debatte heute bei unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, bei unseren Zöllnern auf beiden Seiten, Sachsen, Bayern, Bund und auch in Tschechien, ganz herzlich für Ihre Arbeit zu bedanken, die Sie jeden Tag für uns alle leisten. Herzlichen Dank. Schließe die